Jesus hat sie lieb. In Ewigkeit. Amen. Diebstahl, Beleidigung, Krankheit, Arbeitsverweigerung, das alles sind bekannte Gründe für eine Kündigung. Aber jetzt kommen die wirklich kuriosen Kündigungsgründe hier im Video. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr gekündigt wurdet, wenn eure Kündigung noch kurioser war, dann aktiviert die Glocke, abonniert unseren Channel und schreibt die Fragen in die Kommentare. Jetzt geht's los. Kündigungsgrund Nummer 1. 2017 Fließband BMW-Werk in München. Zwei Mitarbeiter kommen so berauscht zur Arbeit, dass sie am Fließband kollabieren. Das Fließband steht still. Was war passiert? Zwei Mitarbeiter waren unter stärkstem Alkohol- und Drogeneinfluss zur Arbeit erschienen und kollabierten kurzerhand direkt am Fließband. Das Fließband musste angehalten werden. Es stand mehrere Stunden still und ihr könnt es euch vorstellen, die Kündigung ließ nicht lange auf sich warten. Einer der beiden wurde sofort fristlos gekündigt, der andere versetzt. Tja, ziemlich kurios, wenn man einfach mal ein komplettes BMW-Werk stilllegt. Stellt sich die Frage, ob die mit dem Auto zur Arbeit gefahren sind. Den nächsten Kündigungsgrund, den habt ihr sicherlich auch schon mal alle verwirklicht. Kündigungsgrund Nummer 2. In Oberhausen in Nordrhein-Westfalen ist ein Mann gekündigt worden, weil er sein Handy im Betrieb aufgeladen hat. Das Gericht sah hierin keinen ausreichenden Kündigungsgrund. Lustigerweise ist auch berechnet worden, was eigentlich das Aufladen des Handys für Kosten verursacht hat für den Arbeitgeber. Und hier ist man auf die stolze Summe von 0,014 Cent gekommen, was dann im Ergebnis dem Gericht nicht ausgereicht hat und die Kündigung wurde für unwirksam erklärt. Kündigungsgrund Nummer 3. Der dritte Fall spielt in einem Callcenter und da war ein besonders gläubiger Callcenter-Mitarbeiter am Apparat. Nach jedem Gespräch verabschiedete er die Kunden mit dem Satz: Jesus hat sie lieb. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Der Betreiber des Callcenters kündigte ihm hierauf fristlos. Der Mitarbeiter ging mit einer Kündigungsschutzklage gegen diese Kündigung vor. In erster Instanz gewann er, in der zweiten Instanz zog er den kürzeren. In Ewigkeit. Amen. Vielleicht kann er noch im Shop vom Vatikan arbeiten. Und die 4. Tja, Rechtsanwälte sind sich für nichts zu schade. Eine 19-jährige Auszubildende eines Rechtsanwaltes sprang mit Anlauf ins Fettnäpfchen. Die neue Lebensgefährtin des Chefs war auf einem Foto zu sehen und sie schätzte ihr Alter auf 40 Jahre. Da lag sie 9 Jahre daneben, denn die war in Wirklichkeit 31 und der Chef hat das wohl als große Beleidigung aufgefasst, dass seine neue Lebensgefährtin hier einfach mal 9 Jahre zu alt geschätzt wird. Vielleicht war es ihm auch besonders wichtig, eine jüngere Freundin zu haben, die auch nicht alt aussieht. Vielleicht kleine Hintergrundinfo, wenn man bei einem Rechtsanwalt arbeitet, und der einen loswerden will, dann fallen dem natürlich auch zu Notgründe ein. Das hört sich hier so ein bisschen danach an. Er hatte hier noch weitere Lappalien gefunden und Beleidigungen und Kleinigkeiten, auf die er die Kündigung gestützt hat. Der Fall ging vor Gericht. Man einigte sich darauf, dass die Auszubildende ihre Ausbildungsvergütung bekam und damit war der Rechtsstreit erledigt. Die Lebensgefährtin des Anwalts sieht natürlich weiterhin wahrscheinlich 9 Jahre älter aus, als sie ist. Also, wenn ihr das nächste Mal von eurem Chef gefragt werdet, wie alt seine neue Lebensgefährtin ist, sagt im Zweifel 18, ansonsten kommt die Kündigung. Wenn ihr mein Alter schätzen wollt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Aber Achtung, schätzt mich nicht zu alt, ansonsten blocken wir euch. Wenn ihr Fragen zum Thema Kündigung habt, schreibt die ebenfalls in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Channel, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Aktiviert die Glocke. Bis dahin, euer Johannes. Das erste mit dem BMW, das finde ich eigentlich ist es ein ganz normaler, aber ich finde es eigentlich am coolsten von allen, die Typen da mit dem Fließband. Hab ich kollabiert. Okay. Jetzt hat er wahrscheinlich gerade seine Alte verlassen für die Jüngere und dann schätzt sie die auf 40. Ich lache mich tot. Okay.